hier ist noch die Sache, ob wir, Moment, wo war das? Es ist gerade nach oben gerutscht. Mit der kostenlosen Version, genau, die kostenlose Riding-Out-Version, die ist aktuell nicht verfügbar, wird aber wieder wiederkommen, Vanessa. Kommt wieder, ich weiß nicht, ob direkt mit dem Update, ich vermute eher ein bisschen danach. Problem mit dem Serverkontakt und der Support antwortet auch nicht. Haben wir den PC neu gestartet, SSO neu installiert und ein paar Ordner gelöscht. Ja, das Schwierige ist, das ist das Einzige, was wir dir auch genau nur raten können. Wenn jetzt der Support nicht meldet und du hast alles neu installiert, das sind genau die Sachen, die wir auch nur empfehlen können, weil mehr können wir da leider auch nicht machen. Das stimmt. Wir hatten in der 5. 10 Stunden Schule, davon 2 Mittagspausen, jetzt 2-mal die Woche 9 Stunden. Was zum Teufel? Boah. Ob ich sehr emotional bin, wenn mich Sachen berühren, dann auf jeden Fall. Und in puncto Tiere bin ich meistens so, dass ich da wirklich sage, das trifft mich einfach da. Ich schon ein paar hatte, die ich auch natürlich vermisse, klar. Also wie ich auf dem Stream freitags bei dir drauf komme, was ich da machen muss. Freitags bei mir der Stream, der ist immer auf dem Hive-Server. Also, genau, der Mindpacks. Genau, und das könnt ihr auch immer noch mal sehen bei der Stream-Ankündigung und auch im Freitag natürlich, wenn ihr einfach auf Twitch damit kommt. Warum Willis Spitzname Willi ist, weil er mit Nachnamen so heißt. Wie heißt er genau, Jonas? Dürfen wir das sagen? Sein Nachname. Deswegen ist dein Spitzname Willi. Und genau, das war's von der Folge. Und dann wir machen das auf 3 wieder. Macht Sinn, glaube ich. Jetzt, weil wir schon so weit sind, wir haben ja noch genügend zu erzählen. Falls ihr das jetzt hier seht, irgendwann wird jetzt demnächst ein Cut kommen, wahrscheinlich. Genau, da kommt noch eine Folge am Dienstag. Meine Güte hier. Cut. Sehr schönes Papier hier. Darf ich das jetzt vorlesen? Ich bin dran. Ich mag. Aber du hast eben schon. Du machst die Fragen. Das kann leicht beim Paket helfen. Hallo Kadi, hallo Fabi. Ich heiße Lena, bin 12 Jahre alt und ein riesiger Fan von euch. Ich schaue Sims 4, SSO, Minecraft und manchmal Planet Coaster. Ich selber spiele Sims 3 und bin damit auch sehr zufrieden. Früher habe ich auch sehr viel SSO gespielt, aber das ist langweilig geworden, weil ich kein Star Rider bin. Ja, das ist. Da kannst du nicht viel machen, das stimmt. Schon, ja. Ich weiß, es schreiben alle, aber ich hoffe, man kann mir eine Schrift lesen. Die ist doch super. Ich dachte, ohne Scheiß ist fast Druckschrift. Oh, echt? Könnt ihr mir bitte ein Autogramm schicken, einen Umschlag und eine Briefmarke liegen? Ball habe ich schon zur Seite gelegt. Hanni und Nanni sind so süß. Habt ihr gehört? Ihr seid so süß. Ja, du. Du und deine Schwester. Bleibt so, wie ihr seid. Liebe Grüße, Lena. Auf der nächsten Seite steht noch was. Das dürfen wir aber, glaube ich, genau nicht vorlesen. Okay, okay. Eine kleine Briefmarke. Das Bild ist süß. Das ist ein Bild oder eine Briefmarke? Das ist auch so eine Briefmarke. Das ist ein Bild, aber es ist wie eine Briefmarke. Ich lese mal gerade leise durch, oder? Ist ein Bonbon drin? Ein Toffee? Ui, dann ist hier ein Lion. Oh, da sind Muscheln drin. Ein Lion? Yeah. Ich mag diese Karamellsachen ganz gerne. Und ich glaube. Hey, Jemini, das ist schwierig zu öffnen. Da sind Muscheln drin auf jeden Fall. Und ich meine, das sagt mir was länger. Wie er das immer nur alles reinbekommt. Nimmst du mal? Ja, ne? Weil es ist schon schwierig, das Ganze rauszubekommen. Vielleicht ist es manchmal, das ist so süß. Vielleicht ist es aber auch manchmal einfach schwieriger, das Ganze rauszubekommen, als reinzubekommen. Oh, das ist aber schön. Ich bin mit Wasserfarben nicht so bewandert gewesen, aber das sieht richtig, richtig gut aus. Ich habe keinen Platz. Noch ein Lion. Okay. Ist noch was drin? Hier steht an Kadi. An Fabi. Viele, viele bunte Smarties. Und ganz hier steht ich. Nani. Okay. Das ist nicht dir. Lies jetzt mal meins vor. Hallo Fabi, du bist der beste YouTuber der Welt. Durch dich habe ich Minecraft entdeckt. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Rechtschreibfehler und ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen. Noch eine Frage, wie geht es dir? Dankeschön, mir geht's gut. Okay, Vorsicht, ich brauche keine Türmchen. Nani lässt sich. Ich heiße übrigens Eske, das ist auch ein krasser Name, und bin 10 Jahre alt und liebe Pferde, Minecraft Star Stable und Planet Coaster überhaupt. Vielen lieben Dank. Das ist ja ganz süß. So, was hast du deinen Zettel? Ah. Dein Zettel ist da.
hat sie noch Bilder gemalt. Ich lege jetzt mal bei die Smarties zusammen. Das wäre voll gut. Nani! Nani, das ist nichts für dich. Das ist ein Brief. Papier schmeckt nicht. Außer es ist Esspapier. Hallo Kadi, du bist die beste YouTuberin der Welt. Durch dich habe ich Star Stable und Planet Coaster entdeckt. Du bist die Beste. Ich bin überglücklich, euch schreiben zu können. I love you. Und wie geht es dir? Mir geht es auch gut und freut mich, dass du Star Stable über mich gefunden hast und das auch so gerne spielst. Die Fragen sind einfach zu beantworten. Dankeschön. So, jetzt würde ich sagen, ich mache mal noch die nächste. Vor allen Dingen, das Bild ist auch total knuffig. Ich mache auf jeden Fall noch. Vielen Dank auch übrigens für die Lions und die Toffees und die Muscheln. Die Smarties. Okay, dann mache ich nochmal die letzten Fragen hier. Okay, dann haben wir noch zwei. Wie lautet euer Geburtsdatum und was sind unsere Lieblingsfarben? Lieblingsfarben bei mir sind Türkis und Kali hat nicht wirklich eine. Geburtsdatum 23.05. 28.08. Ja. Mein Lappy schafft Minecraft, das ist so ohne Probleme, aber bei Creativer stürzt er spätestens 15 Minuten ab. Woran dann kann das liegen? Nicht jedes Spiel ist einfach programmiert. Es kann sein, dass Creativer einfach für ihn Probleme bereitet. Meine Fragen waren nicht dabei. Hashtag Frage, meint die Wiki. Das ist natürlich jetzt schwierig rauszufinden, bitte, wenn eure Fragen nicht dabei waren und ich habe das irgendwie übersehen, das kann immer mal passieren, dann schreibt sie einfach nochmal dann hin und ich gucke, dass ich sie dann reinbringe. Oder kommt ein Krankenwagen? Kommen momentan ziemlich viele. Das war's? Echt? Moment. Ach nee, noch mehr Anzeigen. Wird Ark ein langes Projekt wie Minecraft? Also derzeit ist es noch nicht geplant, dass es zu Ende geht. Wahrscheinlich endet es dann irgendwann mal, dass man sagt, man macht gewisse Sessions. Dass man sagt, ab einer Folge 100 oder sowas macht man mal eine Pause davon. Und Kadi, könntest du mal einen Vlog machen, wo du bei dem realen Romero, wie du ihn springst. Romero darf nicht so gut springen. Er darf nicht mehr so viel springen. Also er darf gesundheitlich schon, aber sein Besitzer möchte das nicht mehr. Ich arbeite mich jetzt gerade immer wieder noch ein Stückchen hoch, weil er ist es halt gar nicht mehr gewohnt. Er ist das letzte Mal wirklich gesprungen worden, vor 5 Jahren circa. Und deswegen bin ich jetzt gerade wieder dran, ihn so ein bisschen hochzuarbeiten. Und ja, aber wird bestimmt mein Papa nochmal mitkommen und da ein bisschen was genau, probieren. Dann hat die eine Sache, hat die Dani schon beantwortet, was Star Stable kostet und ob sich das lohnt. Und ob du ein Shire Horse empfiehlst, genau, da hatten wir eben schon drüber geredet. Das war, glaube ich, sogar dieselbe Frage von derselben Person. Eine Frage an Fabi, es geht um Battlefield Gothic Armada. Das kommt von einem Tabletop-Spiel. Ah, das ist von hier Gaming Goebbels LP, genau, das ist, das hatten wir ja auch schon auf Twitch, die, oh, wie war der Name da, meine Güte. Ich bin auch nicht so bewandert. Mit meinem Freund und mir stellte nur eine Frage, ob das PC-Spiel von Warhammer 40k kennt. Oder ob wirklich mal mit entsprechendem Tabletop-Spiel beschäftigt warst. Wir sind zum Beispiel aktive Warhammer 40k-Spieler. Spielt Tyranniden, Chaos Demon und Space Wolves. Also würde uns mal interessieren, also ob das nur vom PC-Spiel erkennst. Nein, ich spiele das Spiel seit ungefähr, jetzt sind es fast 18 Jahre Tabletop. Ich habe eine 40k-Armee. Da habe ich Black Templar, aber meine aktive 40k-Armee ist Alpha Legion. Also so ein bisschen diese infiltrierende Chaos Space Marine Variante. Ich habe ein paar Pferde bemalt, weil ich meine Waldelfen. Und bei Fantasy habe ich sehr, sehr viele Armeen. Da spiele ich Waldelfen. Meine Main-Armee dort ist Chaos auf hauptsächlich Streitwagen. Mit der habe ich auch schon bei der deutschen Meisterschaft mitgemacht und bin nur in die ersten drei gekommen. Und da habe ich auch schon mehrere Bemalpreise gewonnen. Vielleicht packe ich da beim nächsten Mal, halte ich mal was rein oder so dann davon. Weil ich müsste jetzt da über den Tisch klettern. Das stimmt, die stehen alle im Regal drin. Aber da habe ich dann auch, was ich auch sehr gerne spiele, waren Nachtgoblins. Also ich bin da wirklich, ich gucke, dass ich immer aktiv bin, so ein bisschen von den aktuellen Versionen her. Aber die letzte Version habe ich mir nur das Regelbuch durchgeblättert und bin da nicht ganz so drin. Ich bin quasi noch immer auf diese Blockarmeen raus und jetzt ist es ja alles so ein bisschen geplänkelt. Aber hier in der Nähe sind noch leider wenig Leute. Wenn der Michel näher wohnen würde, würden wir davon wahrscheinlich deutlich mehr zeigen. Ja, stimmt, wir hatten hier auch mal einen Shop, wo das gespielt wurde. Aber der hat sich gar nicht so lange gehalten, leider. Da war ein richtig großer Tisch gewesen. Das ist echt ein Problem, ja. Also da kommen wir. Und dann gucke ich noch mal kurz Fabi. Dann lese ich gerade schon mal vor. Genau. Die Lilly Töllner hatte mich wieder geschrieben. Wie man unschwer erkennen kann, Dexro da war es. Mit Washi-Tape. Oh, Washi-Tape. Washi-Tape.
Ich glaube, ich begrüße euch nicht nochmal, weil ihr dieses Prozedere von mir ja schon kennt, weil ich bin müde. Ich schreibe gerade um 23 Uhr am Samstag. Fabi, dir wollte ich noch schreiben. Ups, ich glaube, ich bin eingeschlafen. Muss ich zeigen. Da seht ihr diesen Strich, der da so weggeht. Da ist sie eingeschlafen. Sorry, jetzt ist es nämlich schon 7.25 Uhr am Sonntag und eigentlich bin ich nur aufgewacht, weil mein Hund gerade Essen bekommen hat und er sich so mega freut. Naja, egal. Fabi, ich wollte eigentlich nochmal schreiben, dass du die Origami-Hasen immer mit dem Popo in die Kamera hältst. Da, wo die Öffnung ist, ist die Nase und der Hohlraum bei den Ohren sind die zwei Ohren von vorne. Ach, das Oh. Ha, ich habe eine Idee. An jedem Ende meines Briefes klebe ich 5 nummerierte Washis und ihr sagt die 3 schönsten. Und mit denen gestalte ich dann den nächsten Brief und dann immer so weiter. Habt euch lieb, hier kommen die Washis, eure Lilly. PS, wann habt ihr Geburtstag? Ich finde das aber auch so rum cool. Das ist der Popo. Fabi hat am 23.05. und ich habe am 28.08. Genau. Ich finde das Glitzern ja sehr cool. Was findest du cool? Ich finde, dass mir ein Herz hinten auch süß. Ich finde die 3 gut. Die 3? Ja. Also die 3 sind dann unsere Favoriten. Von denen hier. Ja. Obwohl die anderen auch total cool sind. Aber die 3, die... Hier ist noch die Frage, Kali, wirst du nochmal einen Fjord kaufen? Könnte es dann eine Stute werden und könnte sie dann auch Snow Rain heißen? Wie ich sie nennen würde, weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass ich mir nochmal einen Fjordi kaufe. Ich möchte aber nichts versprechen. Und könntest du mal mehr Silverkiss rein? Silverkiss ist, ach nee, gar nicht, ist gar nicht angekommen jetzt. Silverkiss muss ich demnächst echt nochmal von der Wiese holen, aber jetzt muss man erst mal schauen. Jetzt habe ich schon aufgenommen bis Mai und bis zu dem Zeitpunkt, bis wo ich nicht aufgenommen habe, dann werde ich wahrscheinlich sogar schon mal die neuen Pferde haben. Jetzt sind wir auch mit den Fragen von YouTube durch. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, bitte immer mit dem Hashtag davor, dann finde ich sie ganz leicht, ansonsten kann. Genau, oh, das ist ja auch schön. Das werde ich jetzt aber mal vorlesen. Passt voll gut zu unseren Farben. Okay, dann gibt's aber hinter mir wieder, weil ich habe den Briefumschlag gelesen. Ich mach die erste Seite. Machst du denn die? Dann mach mal die. Hey Kadi, hey Fabi. Kadi, ich bitte dich, den Brief vorzulesen. Oh. Jetzt lies schon. Oh, dafür. So, wollt ihr sowieso immer. Hey Kadi, hey Fabi. Oh, das ist aber auch noch. Verdammt ordentliche Schrift, wow. Ich wollte euch endlich auch mal einen Brief schreiben. Eigentlich wollte ich dir einen SSO-Pass schreiben. Ich diskutiere diese Folge zu wenig. Okay. Aber dann müsste ich entweder mega lange wach bleiben oder sehr früh aufstehen. Und da gerade das Update gemacht wird, 6.04.2016, dachte ich mir, dass ich die Zeit nutze. Ich bin 21 und schaue super gerne SSO, Horse Life und Planet Coaster. Mach dir keinen Kopf, dass du in den Folgen zu viel baust. Ich schaue dir dabei so gerne zu. Beruhigt mich, weil ich bin momentan, bin ich ja fast nur noch am Bauen. Vielleicht kennst du mich ja noch. Ich heiße in SSO Aria Sunrider und auf Hitbox Nell 2299. Mir sagt der Hitbox-Name tatsächlich nichts mehr, aber der Name sagt mir was. Aria Sunrider sagt mir was. Ich habe auch einen YouTube-Kanal wie ein SSO und ich weiß nicht, wie ich mit einer anderen natürlich klein über Skype aufnehmen kann. Ich benutze Action. Wie macht ihr das, wenn du zum Beispiel mit Mandy aufnimmst? Wir nutzen TeamSpeak 3. Hat den Vorteil, da wird man nicht runtergeregelt. Wenn wir... Was, mich nervös. Wenn man über Skype aufnimmt, weiß ich, dass da ja der Ton von demjenigen, mit dem man spielt, runtergeregelt wird. Wie man das behebt, weiß ich leider nicht. Ja, genau. Also Skype regelt sich automatisch immer runter, weil es ja diesen Telefonmodus hat. Also ich weiß nicht, ob man den deaktivieren kann, aber wir machen das immer über TeamSpeak, weil das ist dafür echt prädestiniert. Genau, wir müssen auch mal gucken. Vielleicht können wir auf dem Septoffel Teamspeak mal einen Gästeaufnahmeraum machen. Dass man rein theoretisch auch auf das Septoffel Teamspeak könnte. Wir haben nämlich jetzt auch schon mal geschrieben bekommen, dass schon Leute versucht haben. Ach echt, ich dachte, die wären. Da können aber nur 801 YouTuber rein. Ah.
Ja, dass man vielleicht wirklich mal einen so für Gäste macht, für andere. Müssen wir mal gucken, ja. Für andere Gelegenheiten. Das wäre wahrscheinlich am leichtesten, weil über das Teamspeak ist es wirklich easy. Das stimmt, ja. Hört es vielleicht 1000 Mal, aber ihr seid wirklich die besten YouTuber. Dankeschön. Und Kathi, du hast so eine wundervolle Stimme und du bist so hübsch. Oh. Das hat die Kopfschmerzen. Dankeschön. Und knuddelt bitte, bitte Hani, Nani und Romero von mir und ein Küsschen. Warte mal, warte mal. Der arme Hund. Die Kathi knutscht den armen Hund an, auch wenn sie Lippenstift hat. Deswegen hat die Nani ganz häufig hier so einen Knutschmund auf der Stirn. Sind wir nicht durch mit den Briefen? Ich auch ein Knutsch, Nani. Nein, bist zu schüchtern vor der Kamera. Okay. Ja, das ist der letzte. Okay. Das wird auf jeden Fall dick Überlänge haben, denke ich. Deswegen werden wir es auf jeden Fall in der Mitte cutten. Also wenn ihr das jetzt seht, dann habt ihr mitbekommen, dass wir es gecuttet haben. Vielleicht habt ihr noch eine Autogrammkarte für mich übrig. Haben wir. Und den Brief habe ich schon zur Seite gelegt. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Briefumschlag und Briefmarke mache ich schon alles fertig, damit ihr das nicht auch noch machen müsst. Das ist super. Dankeschön. Dankeschön. Ihr müsst euch ja schon den Fingerwunsch schreiben. Danke an euch, dass ihr das für uns macht. So, eigentlich wollte ich nur eine Seite schreiben, aber gut, dass Papier so geduldig ist. Und Grüße gehen an die Lisa Steel Mountain und die Luisa Feierhardt und auch an dich, Franzi. Sag ich jetzt einfach mal. Franzi oder Aria, je nachdem. Nase juckt. Gut, dann sind wir aber für heute durch, oder? Danke, eure Videos sind die besten. Liebe Grüße, Franzi. Und ich zeige das gerade nochmal. Das ist voll cool, das Papier, definitiv. Ja, und das ist auch so schön verziert und es ist so eine tolle Schrift. Man sieht meine Daumen gar nicht so. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für eure ganzen Sachen. Sorry, dass wir es wieder cutten mussten, aber wir haben es einfach mal wieder total verhaspelt. Nani passt schon auf die Rückumschläge auf. Genau. Und dann beenden wir die Folge für heute, weil ich auch gleich niesen muss. Guter Hund. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann schon am Samstag wieder. Ist er jetzt nur noch... Dann muss ich nur noch mehr niesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.